Diese Woche haben wir wieder viele Zeugen vernommen im Untersuchungsausschuss im Bayerischen Landtag hier zur zweiten Stammstrecke. Wenn eine Krise kommt, muss man erstmal Ruhe bewahren, hat zum Beispiel der Florian Herrmann gesagt, der Staatskanzleichef. Und man muss ihm attestieren, wenigstens beim Ruhe bewahren waren sie jahrelang total erfolgreich in der CSU-Staatsregierung, denn sie haben der Öffentlichkeit ja nichts gesagt, dass es länger dauert und dass es teurer wird. Obwohl schon im Oktober 2020 die damalige Verkehrsministerin Kerstin Schreier die Bombe hat platzen lassen, am Kabinettstisch natürlich nicht öffentlich, und gesagt hat, wie es schlecht ist um das Projekt zweite Stammstrecke steht. Jetzt will sich Florian Herrmann, Staatskanzleichef, nicht mehr daran erinnern können, und auch der Finanzminister Füracker, um dessen Geld es ja immerhin geht, kann sich nicht mehr daran erinnern. Ich halte das für völlig unglaubwürdig. Ich glaube, da hat das ganze Vertuschen und Verschleiern seinen Anfang genommen. Geärgert hat mich auch, dass der Florian Herrmann so die Kostenberechnungen und Zeithochrechnungen der eigenen Baubegleitung des Freistaats Bayern, also der eigenen Leute, so als Fantasiezahlen abgetan hat und nur gewartet hat, bis die Heilige Deutsche Bahn einmal sogenannte valide Zahlen liefert, anstatt dass sie gesagt hätten, wir haben es selber nachgerechnet, es gibt Probleme, wir sagen das jetzt mal dem Landtag, wir sagen das der Öffentlichkeit. Ja, und die Krönung unserer Woche war jetzt gerade noch die erste Vernehmung, die wir in nicht öffentlicher Sitzung durchgeführt haben, und zwar der Präsident des obersten Rechnungshofs in Bayern, den wir fragen konnten zum Thema zweite Stammstrecke natürlich. Ich darf zum Inhalt nichts sagen, sonst mache ich mich strafbar. So viel zum Thema Kontrolle der bayerischen Staatsregierung durch das Parlament.